Also als ich das erste Mal ins fertige Schulgebäude gekommen bin, habe ich mich so gefreut. Es waren auf einmal so viele Dinge wirklich, die man vorher nur auf dem Papier gesehen hat, wo man sich das gar nicht richtig vorstellen konnte. Man kommt rein, man hat diese unglaubliche Weite der Aula, man geht in die Jahrgangsbereiche und hat einen großen Klassenraum, Gruppenräume, ganz viel pädagogische Fläche dazwischen. Es ist so viel umgesetzt worden, was wir geplant haben. Als wir in der Phase 0 überlegt haben, was wir für eine Schule haben möchten, haben wir gesagt, die Schule soll sich anfühlen wie ein Zuhause. Und als ich in diese Schule kam, dachte ich, das ist ein Zuhause für alle Kinder. Diese Schule ruft willkommen, finde ich. Das Ergebnis, was wir heute haben, ist die Schule des Lehrerkollegiums. Und man muss sich ja im Klaren darüber sein, einmal im Leben haben Sie die Möglichkeit, vielleicht Ihre Schule zu skizzieren. Die Phase 0 ist letztendlich das Fundament, das nachhaltige Fundament für die weitere bauliche Umsetzung nachher. Denn wenn Sie da nicht genau die Punkte benennen, die Sie für wichtig achten, dann ist natürlich das Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung eventuell schwierig, nachher in der Bauphase umzusetzen. Und Änderungen in der Bauphase vorzunehmen, kosten exorbitant viel zusätzliches Geld. Erstmal so zu starten, dass man Wünsche äußern kann, ist wirklich eine ganz tolle und beflügelnde Situation. Wir haben ganz viele Gedanken angestoßen, indem wir nicht nur als Kollegium alleine gesessen haben und überlegt haben, was braucht die neue Schule, sondern auch mit Politik, direkt mit dem Architekten, mit vielen Menschen, die gemeinsam gedacht haben. Da bin ich dem Forum L sehr dankbar, dass sie uns mit ihrer Methodik zur Verfügung gestanden haben, dieser Planungsphase 0. Und wir haben uns bewusst sehr viel Zeit dafür gelassen. Dadurch, dass das so lange und gründlich durchdacht und überlegt war und auch natürlich durch die Beratung von außen, hat das einfach gut funktioniert alles. Und wir sind jetzt einfach sehr zufrieden mit dem, was wir haben. Und es funktioniert einfach. In dem Zusammenhang spielen natürlich nicht nur moderne pädagogische Konzepte eine Rolle, selbstverständlich Barrierefreiheit, aber auch insbesondere das sehr komplexe Thema Inklusion. Wir hatten ja dann am Ende eine Vision, wo wollen wir hin, und haben uns dann aber gefragt, ist das tatsächlich umsetzbar? Und dass es wirklich in vielen Punkten so 1:1 umgesetzt wurde, hat ganz viele von uns unglaublich glücklich gemacht. Also ich glaube, kein Kind fühlt sich mehr ausgeschlossen, weil es so viele Möglichkeiten gibt, so viele Orte und natürlich auch Barrierefreiheit, dass jedes Kind sich wirklich berücksichtigt fühlt. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Und dadurch, dass die Kinder sich ihre Orte selber suchen, wo sie lernen möchten, haben wir einfach viel mehr Zufriedenheit, und das führt auch zu weniger Störungen. Und die Kinder lernen einfach gerne. Egal, ob sich die Pädagogik jetzt ändert in den nächsten 10, 20 Jahren, das Gebäude bietet so viele Möglichkeiten, dass wir eigentlich in jedem Bereich weiterarbeiten können. Sie können also immer wieder sehen, dass, wenn kleine pädagogische Änderungen notwendig sind, dass man das sofort in diesen Räumlichkeiten, die relativ flexibel sind, auch umsetzen können, ohne bauliche Maßnahmen durchzuführen. Das ist insgesamt ein hervorragendes und nachhaltiges Ergebnis. Ich würde an keine andere Schule mehr gehen.